Wir brauchen immer noch eine Spielerin am Netz, das ist gut. Und wir brauchen zwei Spielerinnen hinten, aber ich möchte eine hinten in der Mitte haben und eine hier auf der Auslinie, hier auf der Grundlinie, als Warteposition praktisch. Okay. Und ihr habt die Aufgabe, abwechselnd zu spielen. Du spielst also den ersten Ball, musst dann nach hinten, du spielst den zweiten Ball. Okay, das ist schon alles. Du spielst den Ball an, sie baggert ihn zurück, vorne pritschen, hinten baggern. Und das, was du machen sollst, ist, du sollst den Ball einmal zwischenspielen, gerade hochspielen, okay, und dann zurückspielen. Aber du darfst ihn nicht gerade zurückspielen, sondern du spielst ihn ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts von ihr. Das ist die eigentliche Aufgabe. Das ist alles. Okay, und dann wird immer gebaggert, Zwischenspiel, drehen, nach hinten gepritscht, los geht's. So, einmal zack. Genau, richtet euch 2 Meter nach links oder rechts pritschen. Okay. Worauf wir achten wollen, du spielst den Ball gerade hoch und drehst ihn nach links und rechts, so wie wir das vorher auch gehabt haben. Okay. Du musst dich ja bewegen nach links oder rechts. Und das, was ich gerne von dir sehen möchte, ist, du sollst dich nach links oder rechts bewegen, bevor sie den Ball spielt. Okay, woran siehst du das? An ihren Schultern, an einer Körperdrehung. Ja. Ne? Wenn sie sich mit den Schultern, also mit dem ganzen Oberkörper in die eine Richtung dreht oder in die andere Richtung dreht, daran kannst du das sehen. Und dann kannst du schon rüberlaufen, okay? Bevor sie das spielt. Das ist das, was wir hier haben wollen. Los geht's. Ersten Ball einfach hin. Genau, dann spielt sie. Zack, sie spielt ihn gerade hoch, sie dreht sich. Super, kriegen wir hin. Hier dasselbe, anderen Gruppe. Prima. Das ist gut. Das ist gut. Hat gestimmt. Super. Okay, das passt.